Recht herzlich willkommen zur 11. Folge von This War of Mine. Ja. Tag 11. Ausbruch von Kriminalität. Okay, diese Nacht war ruhig. Es hat ein paar Probleme. Wir hoffen doch, dass Pavel bald zurück sein wird. Ja, stimmt, den haben wir letztes Mal nicht geschafft zurückzubringen, ne? Gibt's hier irgendwer, was zu sagen hat? Nein. Gut, gucken wir mal gerade in unsere Sachen rein. Wir haben was zu essen, können also kochen. Wir haben Wasser. Und ja, haben einige Sachen. MG. Wird uns eine Armbrust dagegen ist riesig. Wir haben nur einen Stuhl, wir haben Betten und können unter vernünftigen Bedingungen schlafen. Falls jemand krank oder verletzt wird, haben wir einen Ort zum Ausruhen. Wir haben kein Radio, wir wissen nicht, was in der Stadt passiert, uns fehlt es wirklich an Büchern. Ein gutes Buch könnte uns dabei helfen, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Ja, hier bleiben Kaffee und Kuchen fehlt. Kaffee und Kuchen, Kaffee und Zigaretten fehlt. Alle sind mit einer kleinen Angriff sollten wir abwehren können, selbst wenn Schlaf überrascht werden. Okay. Gut, was mir dazu einfällt, war noch, es gab doch noch so eine Tür, die man bauen kann, ne? Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Bist ja nur hungrig, ne? Komm, geh mal erst was essen, sehe ich gerade. Bruno ist auch hungrig. Der kann auch was essen. Der isst als erstes. Und dann kann Bruno auch, weil er sehr müde ist, schlafen gehen, ne? So, Marin isst jetzt was. Und geht dann an die Werkbank. Es ist mit ihr leicht verletzt, erholt sich. Das ist ja prima, dann können wir das Hungrige gerade noch lösen, denke ich. Okay, und dann haben wir hier... Ah, da, die Tür. Aber dafür brauchen wir Materialien etc. und so fort. Elektronikkammer, Zahnräder haben wir, glaube ich. Oder war es umgekehrt? Ne, wir brauchen, ne? Holz brauchen wir, ja, dafür muss Dingens wiederkommen. Wir können einen Sessel bauen, das bringt uns alles nichts. Wasser war noch genug da, okay. Das würde jetzt hier keinen Sinn machen. Sie geht essen. Das können wir alles bauen, aber ich weiß jetzt nicht, verlassen. Haben wir da noch was von? Ach so, vielleicht hat Pavel das mit. Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir gleich nochmal gucken, wenn er da ist. Wenigstens ist es warm. Und wir sollten gucken, ob wir noch einen Filter einsetzen können. Ah, Pavel ist wieder zurück. Ja, da fehlen uns einige Dinge, das dann doch zu machen, glaube. Ja, Wasser können wir herstellen, sollten wir auch tun. So. Katja ist aber noch leicht verletzt, deswegen geht die auch wieder ins Bett. Die kann aber auch schneller laufen, ne? So. Da ist Pavel. Pavel ist hungrig und müde. Hm. Der raucht sich erstmal einer. Okay. Bruno ist... Ne, Marin ist das. Der ist der Handwerker. Achso, wir wollten gucken, ob wir noch Sachen haben. Ja, das war mit und deswegen hat er das nicht angezeigt. Okay, ich glaube, es ist auch so, dass wir jetzt nicht die Tür bauen können. Okay, da fehlen uns jetzt die Zahnräder und die Elektroteile. Gut. Das können wir auch nicht bauen, fehlen auch Zahnräder. Ich glaube, wir können so gut, ja, es ist zu überlegen, noch ein drittes Bett zu machen, ne? Wäre schon besser, drei zu haben bei vier Leuten. Hm. Wir haben nur das mit dem Wasser. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Stopp, du bleib mal woanders. Du geh mal auf dem Stuhl sitzen und ruh dich aus. Das ist Marans Sache. Ja, das müssen wir upgraden, ne?
So. Und wie geht das upgraden? Fehlen Zahnräder, super. Wir brauchen also Zahnräder dafür. Gut, gucken wir mal durch. Leicht verletzt, erholt sich aber. Haben wir noch eine Bandage? Nein, wir haben nur Tabletten. Die werden aber wohl nicht helfen. Wo ist Bruno? Was mit Pavel? Pavel ist noch müde. Super. Gut. Bruno muss auf jeden Fall schlafen. Bruno ist nur noch müde. Der war eben sehr müde, oder? Na dann. Er macht jetzt nichts. Vielleicht hilft das ja. So, das sind nur müde Leute. Wir können da nichts machen. Und das bringt uns hier jetzt auch nicht, glaube ich, richtig weiter in dem Sinne. Marin. Guck nochmal da rein, aber ich glaube, ja, was wir bauen könnten, ist der Ofen, ja. Was muss man denn dafür ausgeben, das? Sollten wir uns erst sparen. Ich bin mehr dafür, dass wir erst diese Werkbank hier upgraden. Und dafür braucht man definitiv mehr Teile. Aber Bruno... Ach, Bruno schläft schon. Alles klar, deswegen ist er nur noch müde. Und Pavel ist müde. Ja, sie ist leicht verletzt, aber ich glaube, wir machen das mal doch so, dass Pavel noch schlafen geht. Bruno kann in der Nacht schlafen, oder? Mit Pavel müssen wir plündern gehen. Weil sie ist ja noch verletzt. Ich denke, sie geht. Bruno schläft in der Nacht. Marin passt auf. Ja, das ist der Weg, denke ich. Bruno kocht noch Essen. Schafft er sowieso nicht mehr. Aber er kann noch Feuerholz vielleicht vorbereiten. Bruno ist ein guter Koch. Na, einer war jetzt zu wenig, ne? Stellen wir noch einen her. Und zweimal essen dann. Oder auch viermal. Sollte für den nächsten Tag reichen. Und dann haben wir kein Gemüse mehr. Das müssen wir dann besorgen. Die Nacht kommt. So, Bruno ist müde. Sollte im Bett schlafen. Pavel ist auch müde. Sollte auch im Bett schlafen. Mit Marvin plündern gehen wollte ich nicht, der soll Wache stehen. Ja, die beiden, aber sie ist leicht verletzt, deswegen lasse ich sie schlafen und er geht plündern. Katja kann gut falschen. Ach, eigentlich ist sie die Richtige, ne? Komm, Pavel bleibt und Katja geht. Und wir gehen nochmal zur Kirche. Wo war die? Da in der Mitte. Ja, das müssen wir nochmal machen. Da können wir nochmal gucken, dass wir was mit dem Handeln hinkriegen. Sie kann ja auch gut falschen, steht da ja. So, das bereiten wir vor. Und wir brauchen definitiv die Schaufel, weil da gab's was zu graben. Da war auch was zum Sägen, ne? So, jetzt ist die Frage, was die da handeln wollen. Das brauchen wir. Das Essen brauchen wir auch. Können vielleicht versuchen, einmal Tabletten zu handeln. War da was zu sägen? Ich glaube ja. Ne? Komm, wir nehmen das Brecheisen mit. Oder? Ich glaube, da war nur was zum Sägen, aber...
Konnte man nicht von hinten da dran? Ich glaube, man konnte von hinten da dran. Ja. Bücher haben die eigentlich genug gehabt, ne? Wir probieren nur die Tabletten irgendwie umzusetzen, denke ich mal. Gut, auf geht's. So. Ja, hier können wir ja eigentlich laufen, ne? Das nehmen wir erstmal alles mit. Und bei ihm kann man tauschen. Ah ja. Ein Zahnrad hat er nur. Oh, die Tabletten sind's gewesen. Das Fleisch, Gemüse hat er nicht, ne? Nein. Das ist wohl ein Scherz. Dann nehmen wir es nicht mit. Wir geben ihm Holz. Das Holz will ich ihm gar nicht geben. Ich möchte noch was haben von ihm. Schnaps. Das reicht nicht. Was brauchen wir denn? Das ist nicht genug. Das brauchen wir alles definitiv nicht. Die Kräuter sind schön und gut, brauchen wir jetzt aber auch nicht wirklich. Holz können wir kriegen. Können auch noch ein gutes Buch kriegen oder auch zwei. Teile nur noch drei und dann geht's für Tabletten. Rein theoretisch ist das ein guter Handel, oder? Gut, machen wir erstmal. So, dann gehen wir runter. So, da waren die Gitterstäbe, aber ich glaube, wir gehen erstmal hier hin. Wir können uns beeilen. Können wir da hoch? Weiß ich gar nicht. Doch, das müsste gehen, ne? Waren wir da schon? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Da waren wir schon. Definitiv. Hier lief doch einer rum, ne? Der wollte auch nichts machen oder so. Okay, das brauchen wir, das brauchen wir. Das können wir nicht mehr mitnehmen. Hier war der doch erst, ne, oder? Was ist da? Ach, da ist er. Okay. Ah, da muss man sägen, alles klar. Okay, da geht's also nicht hin. Da braucht man so eine Säge. Das haben wir gecheckt. Hier ist nichts mehr. Hier unten waren wir schon, meine ich, ne? Da ist nichts. Dann gehen wir nach unten. Okay, da kann man die Schaufel gebrauchen. Okay, das heißt, da oben brauchen wir eine Säge für. Ich glaube, auf der anderen Seite die Säge, die brauchen wir nicht. Zeit ist noch gut.
Okay, da sind die Teile, die wir brauchen. So, was lassen wir hier? Gute Frage, ne? Ich glaube, wir brauchen mehr Teile wie Holz. Verlassen. Dann laufen wir da schnell hin. Was gibt's da noch? Nochmal Teile. Das geht nicht, aber das ist prima. Da weiter. So, den Berg kriegen wir weg, dann kann man da nochmal gucken und dann müssen wir zwei Berge, drei Berge wegmachen. Und da ist die Tür, die brauchen wir nämlich dann nicht aufsägen. Wunderbar. Ich glaube, das sollten wir alles noch sehen können. Was gibt's da? Nur Teile. Gut, nächster Berg. Super. Es geht einfacher mit meiner Schaufel, genau. Was gibt's da? Auch nur Teile. Die gehen nicht. Und dann haben wir hier nochmal einmal. Und da sind auch nur Teile. Aber Teile sind natürlich auch nicht schlecht. Da können wir auf jeden Fall nochmal herkommen und die alle holen, oder? Und eine Säge müssen wir nächstes Mal mitnehmen für da oben. Und hier unten ist ja auch noch jemand, ne? Ah, da können wir auch noch weiter entdecken werden, aber da ist jemand, ne? Er braucht etwas frische Luft, gut. Gucken wir gerade noch, ob wir noch was handeln können. Die Bandage, die wäre ja nicht schlecht, ne? Das ist ein Scherz. Das geht nicht. Den Rest will er sowieso nicht. Nicht interessiert. Aber wenn der jetzt ruhig, wenn der jetzt weggehen sollte, geht aber nicht. Er wird etwas Luft schnappen. Na, dann versuchen wir mal hinter ihn zu kommen, oder? Und da einmal reinzugucken. Ein bisschen windig heute. Gehen wir mal weiter. Da ist zu. Hier gibt es noch was zu entdecken. Okay, verlassen. Wieso geht die denn nicht weg? Zum Ausgang. Aber was war das? Warum ist die jetzt nicht weggelaufen? Ich habe es nicht verstanden. Naja, okay. Schwer verletzt. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.